wunderschönen, was ist heute? Mittwoch, glaube ich. Ja, heute ist Mittwoch. Ah, ich habe Urlaub, deswegen, ja, heute muss Mittwoch sein, weil sonst würden wir jetzt hier das nicht haben. Ja, wir spielen SSO eine Runde und ihr seht schon, wo ich stehe. Das heißt, es geht heute Richtung Halloween. Obwohl wir noch ein paar Tage zu früh sind, aber heute in einer Woche wäre es, glaube ich, schon zu spät. Ja, ich glaube schon. Deswegen machen wir gleich das Halloween-Update. Irgendwie stehen die hier alle rum, aber machen da nicht so wirklich was. Hört ihr die Geräusche? Sollte man da Angst bekommen? Das Spiel ist ab wie vielen Jahren? Ich glaube. ja, auf jeden Fall. Wir starten gleich. Irgendwas fehlt mir hier gerade noch. Discord fehlt. So, jetzt läuft's. Perfekt. So, ja gut, dann würde ich mal sagen. Ich finde es auch richtig geil, wenn man da rangeht. Ne? Also man ist ja zuerst ein Stückchen weiter weg. Hier ist noch alles schön, ja. Da ändert sich auch der Himmel. Seht ihr euch, seht ihr den Himmel, wie verbuggt der ist? Normalerweise läuft das viel flüssiger, aber da ist es. Umso dichter man dort rangeht, wird's dunkler. Und der Himmel ändert sich. So. Hi, erstmal an Laura Bar und an Hindara. Schön, dass ihr reinschaut. Ich gehe da jetzt einfach mal durch. Reise zur Lagerstätte des Galoppierers. Und da sind wir auch schon. Ich glaube, der hatte keinen Kopf. Habt ihr es auch so gesehen? So. Hi, Dreamstar. Ja, also, du schaust auch mal rein. Du schaust sonst nie die Videos. So. Dann gehen wir doch mal drauf zu. Wow. Mehr Seelensplitter brauchst du, okay. Und die Seele, die es wagt, in diese Lagerstätte einzudringen, sei gegrüßt. Es ist schon eine Ewigkeit her, seit ein Mensch hierher gefunden hat. Ja, ich bin da. So, wir brauchen Seelensplitter auf jeden Fall. Halte Ausschau nach Wettbewerben und gewinne sie, sodass du mit Seelensplittern belohnt wirst. Gut, das heißt, wir machen nachher ein paar Championate. Ja, Marlene, das ist Starsdale, was soll es sonst sein? Suche nach den ruhelosen Geistern, die in der Lagerstätte umherirren und finde ihre Seelensplitter, um sie zu befreien. Gut. Dann gucken wir doch mal. Ich glaube, hier kann man auch irgendwelche Rennen machen. Was gibt es denn hier eigentlich schon? Wir müssen uns ja noch ein bisschen kleiden. Ah, das geht nur 30 Minuten. Aber schon mal länger als letztes Jahr, ne? Ich glaube, letztes Jahr ging es eine Viertelstunde und dann war es schon wieder weg. Kaufe ich jetzt davon was? Man muss es auf jeden Fall mit Starcoins bezahlen, aber ich will ein bisschen was davon haben. Das nehmen wir hier auch einmal. So, Skelett, Zombie oder Mumie? Ich nehme mal Zombie. So, da haben wir mal ein bisschen was. Wie sieht's da denn aus? Ja, ich würde mal sagen, das ist Halloween, ne?
haben wir zumindest ein bisschen was davon. So. Jetzt sehen wir zumindest schon mal ein bisschen anders aus. So. Ich schau dir öfter zu, als du mitbekommst. Ja, die schreibst du nie wahrscheinlich. Wie sieht's da denn aus? Hä? War das Update? Ja. Du spielst es zu selten, Marlene, ja? Ich werde nichts sagen. So, wir müssen nachher Splitter sammeln. Ich muss mal gucken, wann ist das nächste Championat. New Hill Quest, in 15 Minuten ist es schon zu spät oder geht's noch? Wahrscheinlich um halb. Es wird sowas von knapp, wenn ich da jetzt noch hin will. Ich bin auch so gut wie nie in New Hill Quest, da müsste ich auch erstmal gucken. Ups, ich will hier hoch. Ich glaube, ich kann auch hier erstmal die Rennen machen. Dieses Pferd gibt es ja auch noch, was wir reiten können. Ich brauche auch noch dieses Pferd. Obwohl, wird nicht mal eigentlich mein Pferd lassen? Irgendwas. Ich mach mal weiter jetzt hier. Irgendwann wollen wir ja mal anfangen. Kommen wir hier durch? Ja, da ist hier so ein Durchgang und da ist auch schon was. Was glitzert denn dahinter? Kann man das haben? Hast nur irgendein Geist, okay. So, aber heute ist doch Dienstag. Nee, heute ist Mittwoch. Bist du ein bisschen durcheinander, Marlene? So, ich mache erstmal das hier. Die Seelensplitter. So. Rennen startet. Wow. Ich darf mich davon nicht treffen lassen. Das ist zumindest uncool. Und mir wird schlecht die ganze Zeit hier im Kreis reiten. Ups. Wo muss ich jetzt hin? Ah, ich muss wieder zurück. Das muss man doch wissen. Und voll rein. Nein. Zum zweiten Mal. Aber auch hier passiert nichts, wenn ich es abbekomme, oder? So. Ich dachte die ganze Zeit drei. Was? Noch zwei Tage, dann habe ich Ferien. Ja, siehst du gut, dass es jetzt bloß noch zwei Tage sind. Bei uns sind die Herbstferien seit dieser Woche. Und nächste Woche noch. So, habe ich jetzt einen Splitter bekommen? Ja, ich habe sogar drei Splitter bekommen. Perfekt. Dann haben wir hier schon mal die ersten Splitter. Schmeißen wir die doch gleich mal da rein, wa? Weil wir schon mal hier sind. Hallo, ich hab Splitter.
Achso, ich brauche mindestens 5. Ach Mann, ich habe nur 3. Ja gut. Dann suchen wir doch mal weiter. Was ist denn da? Da hinten waren wir ja, ne? Von da sind wir gekommen. Aber hier kann man sich das Pferd kaufen. So, was kostet das dann? Ach nee, 599 Star Coins. Und 495 habe ich. Ich will dieses Pferd haben, ne? Ihr wisst, was das bedeutet. Ah, wir brauchen ein Pferd. Also kaufen wir uns jetzt ein Pferd. Ich logge mich schon ein. Ja, so kann SSO auch an Geld kommen. So, okay, das günstigste Paket reicht vollkommen aus. So. Gut. Jetzt sollte ich genug Starcoins haben. Oh, was für ein Zufall. Habt ihr das gesehen? Ich habe genug Starcoins, um dieses Pferd zu kaufen. So, wie nennen wir dieses Pferd? Das muss ja irgendwas Halloween-mäßiges sein, ne? Habt ihr da eine Idee? Wie könnte man dieses Pferd nennen? Das muss irgendwas Halloween-mäßiges sein. Was haben wir denn? Irgendwas mit Feuer, oder? Weil das. Die Mähne ist ja wie Feuer. Haben wir Feuer? Feuer haben wir schon mal. Dumm, du hattest, bevor du dir diese hässliche Puppe gekauft hast, 600 irgendwie. Ja, ich weiß. Aber ich wusste ja vorher nicht, dass. Ne? Und wenn, hätte ich ja das andere dann nicht kaufen können, Marlene. Fire Ghost passt ganz gut. Du bist gut, Marlene. Dann müssten wir hier irgendwas mit G haben. Ja, perfekt. Ich mach's einfach. Ich nenne dieses Pferd jetzt so. Ne, Fire Ghost passt, glaube ich, ganz gut. Aber ich hoffe, ich muss das Pferd jetzt nicht abholen. Ja, dann sind wir hier erstmal weg. Wir kommen gleich wieder. Wir holen dann erstmal das Pferd ab. So, dafür müssten wir. Kann ich mich jetzt hier direkt abholen lassen? Das müsste. Was? Nee, geht nicht. Was? Wieso locke ich mich jetzt aus? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich wollte auf Abbrechen gehen. Ihr seht das gerade nicht, was ich hier für Scheiße mache, ja? Maurice Gamer, heute ganz allein in Discord, Olli? Ich bin nie allein. So. Ja. Jetzt haben wir auch gleich wieder Bild, denke ich mal. Was mich auch so leicht irritiert, ja, das Spiel. Also die Server sind heute selbst auf Server 4 nicht überlastet. Und das ist eher schon was Seltenes. Mir fehlen 20 Starcoins für das Pferd. Die Lara, 20 Starcoins, das ist auch sehr ärgerlich. Wenn es wirklich nur 20 sind, ne, das ist. So. Wo bin ich jetzt? Direkt am Tor, Pef. Nein, jetzt gehe ich da schon wieder rein. Ich dachte noch, ich bin. Ja. So, wir gehen hier wieder raus. Hi, Fiona, wie geht's dir? Oh, ist das dunkel hier. Hier reiten sogar welche auf unsichtbaren Fähren rum.
Ja. Ich brauche mein Pferd. Gute Besserung, Kinidara. So, wo steht denn das Pferdchen? Da hinten. Dann brauchst du auch noch eine Rüstung. Ich glaube, die Rüstung hole ich mir dann gleich. Was, mein Stall? Ach, ich sehe hier, welche Pferde ich wo habe. Ja, ist das neu? Das war letzte Woche schon beim Updaten. Das wollte ich mir eigentlich noch anschauen. Aber hatte ich dann doch irgendwie nicht getan. Jetzt hier, die Rüstung hole ich mir dann jetzt auch gleich im Shop. So, mal gucken. Ja, und es hat jetzt auch niemand gesehen, dass ich mir ein neues Pferd geholt habe. Und da sind wir. Mann, ist das Pferd lahmarschig. So, da vorne ist das Portal. Und es dürfte jetzt dunkel werden. So. So, der Shop war auf der anderen Seite, ich glaube rechts. Hui. Irgendwann falle ich da noch runter. Falscher Shop, das Pferd habe ich doch schon. Ich bin heute wirklich irgendwie durch den Wind, oder? So. Olli, darf ich ein bisschen mit dir labern? Ich mache es ja mittlerweile so, dass bei den Streams wirklich nur die Leute reinkommen, die auch das Spiel spielen. Solltest du Maurice SSO spielen, kannst du natürlich gerne dazukommen. Kam gerade von der Schule. Okay, Finn. Wie war die Schule? Du hattest ja schon deine Ferien. Olli, ich habe meine Haare dunkel gefärbt. Wie dunkel denn? Ist eigentlich schädlich, krank zu sein, den ganzen Tag vorm Ofen hocken und Mangas lesen. Ja, warum nicht Mangas lesen? So. Gut, hier bekomme ich jetzt, glaube ich, keine Ausrüstung fürs Pferd. Aber hier. Wir haben auch nicht eine richtige Ausrüstung. Na, was haben wir denn da hinten? Hallo? Ach, das ist nicht der gleiche Shop wieder nebenan. Ach doch, hier bekommen wir was. Ah, ich sehe es jetzt schon, das wird knapp. Bevor ich das Erstbeste nehme, gucke ich einfach mal erstmal einmal durch.
okay. Die Auswahl ist jetzt nicht so groß. Da ich schon Sachen diesbezüglich anhabe, müsste ich auch fürs Pferd sowas kaufen. Das heißt, ich noch einmal das. Einmal das. So sieht es schon mal sehr gut aus. Und dann gibt es auch noch ein... Ah, hier haben wir es. Kann ich mir noch leisten? Nein. Ja, gut. Wir müssen ein bisschen Geld verdienen, dass wir noch ein paar Schillings zusammenkommen. Hi, Lena! Wie geht's dir? Und hi, Trolla, Anuschka. So, weiter geht's. Jetzt wird es total lustig. Ich habe noch nicht mal annähernd die Ausrüstung fürs Pferd, aber wir müssen ein bisschen was verdienen. Es wird immer dunkler. Fehlt mein Kopf zufällig? Kann das sein? Ich glaube, ich habe keinen Kopf mehr. Mein Kopf fehlt! Ich habe keinen Kopf! Man springt aber ziemlich weit zurück, wenn man dagegen kommt. Mietzekötzchen. Verfolgt die mich? Verfolgt mich eindeutig. Ah, nein, ich möchte runter. So, weiter geht's. Nein! Ich hab gar... Das Pferd stoppt nicht! Ich kann das Pferd nicht stoppen! Bremsen! Oh. Ich nehme ein bisschen mehr Anlauf. Nimm mich Anu. Okay, dann mache ich das. Solange ich es nicht vergesse. Aua, 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 was heißt das?
Ich hänge. So, gut, dann haben wir das Rennen auch geschafft. Mir geht's gut und dir ja auch, danke. So. Kann ich die Quest hier gar nicht... Habe ich hier schon abgegeben? Habe ich jetzt dafür was bekommen? Ja, perfekt. Jetzt können wir die ersten Splitter einlösen. So. Habe ich jetzt irgendwas bekommen? Euer Ernst, bekomme ich hier tatsächlich, wenn ich die Splitter abgebe, Sachen zum Anziehen? Und wenn ja, warum habe ich es jetzt gekauft? Ja, gut, ist halt so. So. Das ist der kopflose Reiter Thompson, der vor 2 Jahren das erste Mal in SSU war. Und du hast gerade das Rennen von Thompsons Albträumen gemacht. Ach so. Ja, okay, dass ich das Rennen gemacht habe, habe ich gesehen, aber ich wusste nicht, dass ich dann tatsächlich auch Thompson spiele. Welche Augenfarbe hat ein Pferd? Ich denke mal orange. Ja, das wird halt feuerfarben sein, ne? Aber ein Rennen, glaube ich, gibt es hier noch, oder? Ich glaube, das waren 3 Rennen. Was ist denn da hinten? War der nur das Pferd oder war da noch was anderes? Ne, nur dieses Pferd, okay. Ups! Ist hier irgendwas versteckt oder so? Irgendwie nicht. Hätte ja sein können. Aber trotzdem noch mal gucken. Ich glaube, es gab noch irgendwo ein Rennen. Hier kann ich keins annehmen. Das scheinen die beide gewesen zu sein. Kann ich da eigentlich nochmal durch? Tatsächlich. Ich kann das Rennen nicht nochmal machen, oder? Doch, bloß halt ohne Punkte. Ich mach's noch einmal. Bin ich jetzt auch ein bisschen besser als vorhin. Jetzt habe ich auch das richtige Pferd dafür. Ich bin rübergesprungen.
eindeutig. Ich glaube, ich werde einfach immer langsamer, wenn ich das erwische, oder? Ich habe vergessen, wo ich lang muss. Da muss ich lang. Ja, ich werde wirklich langsamer. Ich finde, beim ersten Rennen war ich besser, oder? Ich glaube, ich bekomme nicht nur bei diesen Rennen diese Splitter, ich bekomme auch bei anderen Sachen die Splitter sicherlich. Ich kann die sicherlich auch in den ganzen Orten suchen. Deswegen werde ich da auch gleich mal anfangen. Das kann ich dann nämlich gleich mit den ganzen Rennen verbinden. Und wenn ich jetzt schon ein neues Pferd habe, kann ich es auch gleich ein bisschen leveln. Deswegen erstmal hier raus. Da, wo steht die Person denn? Wie kommt die Person dorthin? Ich vermute mal, jetzt habe ich gleich ein komplett schwarzes Pferd. Was ist das? Da muss ich lang. Und der Himmel. Da ändert er sich wieder. Ich find's lustig, wie sich das umändert. Hier sind auch überall Kürbisse. Hi Franzi! So, jetzt müssen wir ganz kurz den Chat lesen. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Du kriegst 8 Teile, musst aber 5 Splitter pro Teil abgeben. Die Teile im Shop sind alte Sachen von den letzten Jahren. Was du im Topf kriegst, sind brandneue Sachen. Ah, okay. Lea, ich weiß nicht, ob ich mir das Pferd holen soll oder lieber das FSP aus dem Mondsicheldorf. Ja, das musst du wissen. Es spuken nur 3 Geister rum, die geben dir Hinweise, finde den Ort und du kriegst da auch einen Splitter. So, Marlene schreibt Olli. Ja, Marlene? Nice Pferd, danke Franzi. Und hi Franzi. So, weiter geht's. Ich vermute mal, dann muss ich erst bei irgendwelchen Geistern die Quest annehmen, oder? Lena? Erst wenn ich die angenommen habe, kann ich die wahrscheinlich dann machen. Trotzdem mache ich jetzt erstmal das Rennen bei unseren allerliebsten Steve. Ja, natürlich ist es jetzt nicht mal annähernd schnell.
So. Und das Pferd ist Level Up. So, ich werde mal ganz kurz nebenbei kurz was schauen. Okay, passt. Perfekt. Lena, du musst durchs Portal. Der erste Geist ist bei dem Topf da im Raum. Es fehlt hier eine kleine Geschichte und dann... Okay, dann muss ich gleich nochmal dahin. Obwohl, ich bin ja jetzt eigentlich hier, ne? Kann ich ja gleich mal kurz rüberlaufen. Ah, die Geschichte hatte ich ja vorhin schon. Dann habe ich plötzlich gelesen, was da gesagt worden ist wahrscheinlich. Weil ich habe dieses Geistvieh vorhin schon angesprochen. Ich habe eine Gruppeneinladung von Sarah Windcape. Wer ist denn das? Ich kann sie erstmal annehmen. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Was ist denn jetzt los? Hier kommen hier ganz viele Anfragen. Jetzt habe ich komplett vergessen, was ich tun wollte. Ich wollte gucken, ob ich eine Quest habe, die angenommen ist. Nee. Ich hätte von die Quest lesen sollen, oder? Also bis zum Ende zumindest. Aber ich gucke nochmal kurz danach. Ich reite nochmal durch. So, hier läuft ein alter Geist rum, den kann ich auch nicht ansprechen. Hier ist niemand Ansprechbares. Mann, los, lauf hoch hier. Schusswert. Fallen wir hier runter? Natürlich nicht. KVNG, moin, kennst du mich? Ich denke mal nicht, zumindest nicht mit diesem Namen. Ups. Gut, also hier gibt es nichts mehr, was ich hier machen könnte, so wie es aussieht. Oh, das Moorland-Championat und Fort Pinter-Championat geht gleich los. In einer Stunde. Gut, jetzt sind wir erstmal wieder raus. Ich weiß jetzt auch nicht noch, nicht wo der Splitter jetzt sein sollte. So, wo reite ich jetzt am besten hin? Ich würde jetzt erstmal wirklich sagen, Moorland, Fort Pinter, da wird sicherlich auch irgendwas sein. Hoffe ich. Ja, eigentlich ist da ein weißer Lichtnebel bei mir nicht. Wahrscheinlich habe ich das schon angenommen, aber ich finde hier auch nichts unter angenommene Quest.
Wahrscheinlich steht da einmal, das und das sollst du tun und mehr Infos bekommt man dann nicht. Ah, hier ist auch ein Portal. Ja, dann werde ich jetzt erstmal die Rennen machen. Dann habe ich ziemlich schnell das Pferd auf Level 3. Tiersucht, die Hai! Soll ich dir sagen, wo du hin musst? Kannst du gerne gleich machen. Also, sonst würde ich dir, glaube ich, eine gefühlte Ewigkeit suchen. Ach, jetzt hat sich die Gruppe wieder verlassen. So, dann haben wir diese Quest auch fertig. Und danach gucken wir dann mal, wo die Splitter sind. Nach den Moorland-Rennen. Oh, ist das Pferd noch langsam. So. Der Hinweis ist, suche den Ort, wo John zum ersten Mal an Land gegangen ist. Weiß ich doch nicht, wo der als erstes an Land gegangen ist. Wahrscheinlich Fort Pinta oder so. Hier haben wir ja nicht viel Land. So, nach diesem Rennen
Haben wir es auf Level 3? So, und das letzte Rennen. Und dann gucke ich einfach mal bei Ford Pinta. Vielleicht ist ja da was. So. Lena, du hast sicherlich schon alle Hinweise gefunden, oder? Ich kann mein Pferd gerade nicht mehr lenken. Jetzt geht's wieder. Ist ja lustig. Mein Pferd war eben gerade kurzzeitig nicht mehr lenkbar. So, hier haben wir Wasser. Hier könnte jemand an Land gehen. Theoretisch. Das wird sicherlich nicht direkt hier sein, oder? Hier ist auch nichts.
muss ja wirklich alles durchgucken, vielleicht ist ja hier was. Nö. Also langsam kommt die Rache, wenn man sich nie die Quest durchliest, ne? Ja, da kann er angekommen sein. Hier ist ein Boot. Also es war mal ein Boot. Was? Ich muss von meinem Pferd absteigen? Warum? Regina, hi! Schön, dass du reinschaust. Oh, hier ist eine Lena Silent Bridge. Die kenne ich unten hier. Habe ich schon mal gesehen. Kurz was nachgucken. Nur ganz kurz einmal aus dem Spiel raus. Weil heute nämlich niemand weiter in Discord ist, muss ich zwischendurch mal reingucken, ob irgendjemand wartet. So. Gut. Ne, weil sonst konnte ich ja mal fragen. Ist da jemand? Oh, da vorne ist ein Champi. Es geht ja auch bald los, ne? Dann geht's dann los. In 46 Minuten. Ich folge einfach mal Lena. Theoretisch hat man jetzt hier den ganzen Fluss abreiten können. Ah, hier stehen schon Leute. Was? Da! Ich glaube, ich sollte mehr Anlauf nehmen. Ja, eindeutig sollte ich mehr Anlauf nehmen. Vielen Dank, Lena Lion. Ich sollte von der anderen Seite Anlauf nehmen. So, dann brauchen wir jetzt. Aber es gibt hier keinen Hinweis. Aber vielleicht gibt es jetzt wieder einen Hinweis. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen. Auf jeden Fall. Vielen Dank. So. Ein Pferd verwandelt sich. Aber es sich verwandelt hat, hört es schon wieder fast auf, oder? Nö, es bleibt erstmal. Wo reite ich überhaupt gerade hin? Habe ich irgendeine Quest? Irgendeine blaue? Ach so, das ist die.
Ah, hier hat jemand ein Pferd vergessen. Kommt man da nicht rein? Ne, tatsächlich nicht. Aber wenn hier gerade jemand drin ist, hat das was zu sagen? Laura, hi! Hallo Alina, ist da hinten noch was? Oh! Ne, hier ist aber nichts. Hier gehen gerade zu viele runter. Das hat doch sicherlich eine Bedeutung. Naja, wir gehen erstmal wieder. So. So, Lena, wo ist der nächste Hinweis? Ich glaube, in Veldale soll auch was sein. Im Dinotal habe ich gehört, soll was sein. Denn wie gesagt, sollte jemand im Discord sein, ja, am besten einmal kurz im Chat schreiben. Aber wo findet man hier die weiteren Hinweise, wo was ist? Hier ist doch niemand. Seltsam, seltsam, seltsam. Ja gut, dann suche ich doch mal. Ich wundere jetzt bloß, dass ich keine Hinweise bekomme irgendwo darüber. So. Die Geräusche, oder? Beim Pferdeverkauf stand. Dann büße ich nochmal rein. Und es kommt eine Loot. Da hat jemand einen Hinweis. Ja, bei dir vielleicht. Hier ist zwar ein Geist, aber ich kann ihn keine... Hallo? Ja, ich komme nicht an die Hinweise ran, ne?
Obwohl, da ist auch noch einer. Da hatte ich den schon. Ach, den hatte ich schon. Okay. Wieso kann ich hier eigentlich nicht runterfallen? Das ist total unrealistisch. Theoretisch müsste ich jetzt knallhart runterfallen. Ich soll mal gucken, ob wir auch so weiterkommen. Auf jeden Fall brauchen wir noch ganz viele Splitter. Ja, jetzt haben wir zwei. Wahrscheinlich kann man einmal am Tag die Quest machen, dass man die Rennen macht und darüber noch Splitter bekommt. Ich düse jetzt einfach mal Richtung Baildale und guck da nochmal an. Weil ich glaube, ich habe das heute bei Sepp oder so gehört, dass da auch was sein soll. Jetzt auch die große Frage, sind die alle nach Reihenfolge oder kann man die holen, wie man Lust und Laune hat? So, der zweite Splitter ist in Jarlaheim, bei der kaputten Brücke. Schreibt Lena. Dann düst er doch erstmal nach Jarlaheim. Also das Komische ist bei der ganzen Sache, dass ich da keine Hinweise bekomme, wo ist was. So. Welche kaputte Brücke ist jetzt gemeint? Wahrscheinlich hier vorne. Müssen wir da rüber oder was? Das wäre schon ein bisschen hart. Auf jeden Fall wird's versucht. Das versuchen wir alle darüber. Aber dann braucht man sicherlich auch ein bisschen mehr Anlauf. Nein, ich stürze ab. Man kommt ja auch nicht mehr raus, ne? Man kann ja nicht mehr hochlaufen. Ich will doch einfach nur hier hoch. Ups, jetzt. Mit Anlauf klappt es. Ah. Wo reitet sie hin? So. Das ist aber nicht mal die kaputte Brücke.
diese Brücke ist heil. Ach, da ist einer. Danke. So, dann haben wir jetzt schon. Ich kann schon wieder nicht lenken, ne? Ich kann nicht lenken. Ist es bei euch auch so, dass es ein bisschen verbuggt ist? Ich kann jetzt gerade nicht nach links und nach rechts lenken. Jetzt geht's wieder. Ist ja seltsam. Da, es geht schon wieder nicht. Ja, da vorne ist ein Transporter. So, dann gucken wir doch mal in Valedale, weil ich hab für die Info gehört, dass da was sein soll. So. Das ist sogar da drinne was. Mal gucken. Ob es hier einen Splitter geben wird. Wieso habe ich das hier eigentlich immer noch? Ich mache es mal alles grün. Ja gut, funktioniert ja richtig gut. Ich kann aber noch nichts machen. So.
Irgendwie ist es heute ungewohnt still. So, erstmal. Irgendwo muss ich doch was finden. Wir können mal kurz hier hochgehen. Richtung Dinotal. Irgendwie drehen meine Augen heute aus irgendwelchen Gründen. So, werden wir hier was finden. Also das Pferd ist ja schon langsam, ne? Und wenn man jetzt hier lang läuft, ist das natürlich noch einiges langsamer. Ich muss so ganz kurz einmal aus dem Spiel raus. So. Ihr seht mich jetzt mal kurz nicht. Weil irgendwas stimmt hier nicht. So, mal gucken. Bild müsste nachher auch wieder kommen. Also solltet ihr noch wissen, wo Splitter sind, sagt gerne Bescheid.
Ah, ich habe hier eine Frage bekommen. Woher hast du das Pferd? Aber ich glaube, ich werde jetzt hier nicht so wirklich was finden. Ui. Ich lasse mich mal abholen und gucke dann noch mal ein bisschen in den Südhof, ob ich da was finde. Oh, mein Bild ist wieder da. Ich finde immer noch dieses Pferd richtig geil, das blaue hier. So. Also auf jeden Fall gibt es hier in Situf auch ein Portal. Und da gehe ich jetzt mal durch. Ich mache jetzt einfach noch mal kurz die Rennen. In der Zeit kann ich ja ein bisschen überlegen.
So. Ich finde das so ohne Kopf schon ein bisschen brutal. Oh. Nein. So. Ich finde das Tierchen immer noch süß. Ich finde es nicht mal annähernd böse, ja. Und springen. Gerade so noch geschafft. Nein, 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 nein. Gut. So, das Championat geht gleich los, das heißt, ich werde von hier aus gleich am Ford Pinter Championat dran teilnehmen. Ich will da immer runterspringen. Obwohl ich den Weg bloß wieder nur zurück muss. Ich nehme jetzt hier gerade alles mit, was man mitnehmen kann. So, aber wir haben es geschafft.
Wir sind im Ziel. In Sicherheit geflohen. So. Und dann würde ich jetzt sagen, geht's jetzt weiter nach Fort Pinter. Und da wir noch ein bisschen Zeit haben, nehme ich jetzt den langen Weg. Und jetzt kommt das gleich wieder mit dem Himmel. Das unlogische Wechseln des Himmels. Da. Wieso kann mein Pferd nicht mehr laufen? Eins muss ich jetzt noch testen. Wenn ich jetzt weglaufe und ich bleibe stehen, geht der Himmel dann trotzdem weg oder nicht? Los! Da! Ah, er macht's trotzdem. Gut zu wissen. So. Ja, der leichte Weg wäre jetzt den Transporter zu nehmen. Und da fährt sie gerade los. Hi, Start des Welt! Wie geht's dir? Ach ja, dann warten wir noch mal, bis die Fähre da ist und da kommt der nächste Loot. World of Warships. Ah, wann kommt sie denn? Wie geht's so? Ganz gut, wie geht's dir? Oh, gleich 18 Uhr. Das Pferd macht von alleine weiter, obwohl ich gar nichts mehr mache, ja? Irgendwas stimmt da nicht. Ich drehe es gar nicht mehr und es dreht sich trotzdem noch. Ich glaube, das ist auch so ein Bug jetzt mit dem jetzigen Update, oder? Weil das gleiche habe ich nämlich auch, wenn ich ein Rennen mache und so weiter und das fährt man einfach einmal die Reite, es muss noch geradeaus. So.
bald abheben. Wir sind angekommen. Ja, du bist schneller. Aber ich sollte noch das Pferd wechseln, fällt mir. Shit. Mit diesem Pferd macht es nämlich überhaupt keinen Sinn. Das schaffe ich noch. Ich habe noch 6 Minuten Zeit. So. Hallo, wir beide machen das Championat. Du bist zwar noch nicht ausgelevelt, aber du bist schneller. Bis später, Halloween-Pferd. So, ich sag jetzt schon, ich bin Gruppe 2. Eventuell sogar Gruppe 3. Jetzt wird es aber doch ein bisschen zu Zeit und habe jetzt nämlich hier tatsächlich mal den Transporter. Wir würden es auch noch so schaffen, aber ich gehe mal auf Nummer sicher. So. Dafür nehmen wir hier noch den langen Weg nach unten. Und ich habe eine Freundschaftsanfrage bekommen. Solange ich noch annehmen kann, nehme ich natürlich auch an. Dann warten wir doch mal. So, ich guck noch mal zwischendurch, ob sich irgendwas im Discord getan hat. Ach, die Annie ist da. So, es kommt wieder eine Loot. Franzi, danke für deinen Baum, beziehungsweise dein Loot.
So, in 2 Minuten geht's los. Mich würde es interessieren, ob noch mehr dazukommen, ne? Weil wir sehen noch sehr wenig aus. Was ist, bin ich denn noch Gruppe 1? Obwohl, ich glaube auch, dass sehr viele Leute gar nicht angezeigt werden. Weil der Server wahrscheinlich wieder ein bisschen voller ist heute. Dank des Updates. So, in einer Minute geht's los. So, die Gruppen werden zusammengesucht. Und habe ich es nicht gesagt, ich bin Gruppe 1. Es ist nicht so viel los heute in den Championaten. Oh, ja, irgendwie bin ich müde. Glaube ich, der Einzige, der so reitet, oder? Nein. Gut, ich bin letzter. Eindeutig bin ich letzter. Es gibt auch nur 2 Gruppen gerade. Hallo. Ey. Die Lenkung ist im Eimer. Man kann nicht mehr so lenken wie vorher. Was ist denn los? Du reitest knallhart geradeaus drauf zu und kannst nichts machen. Wieder nix. Also ich glaube, so schlecht war ich noch nie im Championat. Kann ich lenken. Da ist jetzt. Ich lenke doch ganz woanders hin. Da würde ich lenken können, dann wäre es viel einfacher.
Ich glaube, ich bin auch schon auf dem letzten Platz. Aber ich schaff's auf jeden Fall noch rechtzeitig ins Ziel, das sieht gut aus. Ah, die haben bis noch auf uns gewartet, ist das nicht schön. Obwohl, ich bin nicht letzter. So, dann machen wir nochmal das Fort-Winter-Championat. Dann habe ich ja irgendwann bald mal tatsächlich dieses Pferd hier ausgelevelt. Ups. Okay, diesmal war es mein Fehler. So, viel Glück beim Championat. Oh, lese ich jetzt. Ja, danke schön. Hat ja nicht so wirklich gut geklappt. So, Pauline, hey, habe mal eine Frage. Wie alt bist du und wie heißt du in Biel? PS, feier dich mega. Ja, Franzi hat schon beantwortet, wie ich heiße und ja, mein Alter. Was schätzt du denn, wie alt ich bin?
auf. Habe ich doch mal Lust auf das Rennen mit dem kopflosen Reiter. Ich glaube, das mache ich noch mal. Was lese ich das da gerade richtig, was da geschrieben worden ist? Geht das? So. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ist das geil. Hallo, wenn man sagt Ü60, hallo? So alt bin ich jetzt auch wieder nicht. So, weiter geht's. Ich werde, glaube ich, wirklich krank. Ich glaube, ich bekomme die Männergrippe. Lena schreibt, ich habe den letzten Splitter. Herzlichen Glückwunsch. Warum sterbe ich aus dieser kleinen? Das ist doch gar nicht so tief. Jetzt geht's auch. Nein! Ja, genau das ist es. Das Lustige ist, dass ich automatisch das andere Pferd habe. Nee. Oh. Hallo? Nee. Hi. Hallo. Du bist gesperrt worden von YouTube. Ja. Wegen grober Beleidigung. Ich hab dich auch lieb, Anja. Was ist da eine Beleidigung? Du hast geschrieben, ich bin Ü60. So, ja. Was? Ja. Ja und? Ja, das. Olli! Was denn? Olli, das ist unfair. Warum denn? Weil es unfair ist. Ich hab das nicht geschrieben. Ja. Also ich wollte doch eigentlich nur was sagen. Es ist, dass ich Anja auch ganz doll lieb habe. So. Achso, warum schreibst du das nicht im Chat?
Weil ich eine Speere habe. Ich kann nicht schreiben. Die Zeit ist längst ja vorbei, oder? Nein. Ja, ich mag die Katze immer noch. Welche Katze? Ja, würdest du SSO verfolgen? Nein. Das ist eine ganz, ganz große Riesenkatze. Vielleicht. Aber ich bin gerade am Abendessen. Was gibt's denn? Bratrolle. Warum nichts ordentliches? Weil es ist noch was wir da haben, so richtig. Und keine Ahnung, was es morgen gibt, dann bin ich jetzt dran mit dem Koffer. Ja. Dann übermorgen theoretisch Kevin und dann, keine Ahnung, was es dann am Samstag bei meinen Eltern gibt. Bei deinen Eltern? Ja. Fährst du hin? Ja. Für wie lange? Eine ganze Woche. Wieso machst du das zu dem Zeitpunkt, wo ich nicht da in der Nähe bin? Weil meine Mama hat mich daran erinnert, vorgestern, sie hat doch Urlaub. Wie es aussieht, ob sie hierher kommen, dass sie eine Woche Urlaub hat. Er hat geschrieben, nein, er nicht. Ich wüsste ja eigentlich, was hier los ist. Und dann dachte ich mir so, wie wäre es, wenn ich meine Mama überrascht zu besuche, weil sie mich schon 4 Monate nicht gesehen hat fast. Okay. Oder 3, keine Ahnung gerade. Und habe ich meine Schwester angeschrieben, wie es aussieht, ob sie da mich vielleicht abholen könnte in die Stadt. Und ja, mein Vater weiß aber scheiße, der wird dann am Samstag meine Mama ablenken. Und dann aufs Beste hoffe. Ja, ich muss erstmal hoffen, dass der Bus nicht so spät kommt. Ach, fährst du wieder mit einem Flixfernbus? Ja, 23 Euro. Eine Tour. Ja. Ich hab nicht Rückfahrt gebucht. Hast du nicht den Gutschein eingelöst, den ich dir gegeben habe? Welchen Gutschein? Ich hab dir mal einen Gutscheincode gegeben. Hab ich gar nicht. Wo du 510 Euro Rabatt bekommst. Ja, ich hab auch nach Gutscheinen extra gegoogelt, aber das eine wäre nur für Studenten und das andere wäre für ADAC-Kunde und ich habe keine Ahnung, wo meine Karte liegt von denen. Ja, Herbsttickets gibt es deshalb auch noch. Bis zum. Ist schon vorbei. Ist schon vorbei, ist okay. Ja, nee, ich dachte, das ist noch nicht vorbei. Ich guck mal ganz kurz. Oh, diese Geräusche. Ne, irgendwie habe ich die schon alle gelöscht. Ich musste mal kurz zurück. Ich will auf der anderen Seite auch noch Fotos machen. Die hätten auch so ein Star Stable Logo machen müssen, was so Halloween-mäßig aussieht, weißt du? So ein totales Halloween-Bild und dann hast du so ein typisch normales SSO-Logo. Also, das Logo am besten in schwarz-orange mit Kürbis oder sowas noch dran. Oh, richtig. Ich würde sagen, komm, ich zeichne dir eins schnell, aber ich hab keine Lust. Du hast auch Besseres zu tun, weil du bist bald im Urlaub. Moment, esse ich echt mal was. Hast du schon genug danach Videos vorproduziert? Ja. Ist ja nur eine Woche, aber ja, ich habe 3 oder 4 Wochen vorproduziert. Das ist mal eine Langeweile hat, ne? Naja, es kann vieles passieren. Ich kann morgen vom Auto angefahren werden und dann erst mal 3 Wochen im Krankenhaus. Hast du doch schon alle hochgeladen, oder wie? Nein, muss ich noch. Siehst du, also bringen die Videos nichts, wenn du. Ja, das mache ich jetzt. Ich werde jetzt erstmal die ganze Videos hoch.
Hast du die überhaupt bearbeitet oder weiß ich was, oder hast du die einfach nur aufgenommen und fertig? Ich hab sie geschnitten, mache ich immer. Kann man eigentlich im Rennen, wenn man ein Rennen macht, den Fotomodus nutzen? Ja. Und dann bleibst du stehen und ist so wie Pause-Modus. Im Rennen, ja? Ja. Gut, weil du musst. Also die Zeit läuft weiter. Die generelle Zeit. Aber du wirst dann nicht gekickt wegen 9 Sekunden. Weil dann kann ich jetzt noch ein Foto mit der Katze machen. Ja. Ja, am besten auf O drücken. Was ist da? Ach so, ja gut, danke. Bitte. Ich habe keinen Kopf mehr, ne? Wieso? Weil, ist halt so in dem Halloween-Modus, wenn du das gerade machst. Du reitest ohne Kopf. Und du bist. Sexy. Und du bist doch eigentlich gar nicht du, du bist eigentlich eine andere Person. Okay. Du reitest auch ein anderes Pferd als normal. Ja, dann muss ich doch SSO noch später starten. Ach, später ist zu spät. Wieso? Später ist Olli nicht mehr live. Macht doch nichts. Vielleicht möchte ich gar nicht mit dir SSO spielen. Das kann natürlich auch sein. Wäre auch sehr gut verständlich. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, Blackout. Ich kann schon wieder nicht. Jetzt. Da ist das Kätzchen. Lass uns ein Foto machen. Ups. Machen wir hier von einmal ein Foto. Dann laufe ich ein Stückchen hoch. Oh, es kommt ein Loot. Ja, das ist ein gutes Foto. Sieht schön süß aus, die Katze. Ach shit, das siehst du sehr schon, wa? Mhm. Siehst du auch, dass ich keinen Kopf habe? Mhm. So. Fotos erfolgreich gemacht, Rennen geht weiter. Dadurch, wie das Rennen durch jeden Checkpoint, wo du durchläufst, hast du hier sofort über 3 Minuten Zeit. Von daher hast du da alles Echt? So lang? Ja. Das ist auch die ganz, ganz, ganz schlechten Spieler, so wie du schaffst. Ja. Du bist ziemlich frech geworden, muss ich sagen. Wie kommt's? Ja. Und seit du angefangen hast, meine Nachrichten in WhatsApp zu ignorieren. Du hast Nachrichten in WhatsApp geschrieben. Ja, nochmal Schaden. Da habe ich sicherlich drauf geantwortet. Weiß ich nicht, ich müsste mein Handy gleich schon resetten. Ja, ich gesagt, du? Ich guck mal nach. Weil ich antworte eigentlich immer auf Nachrichten, aber ich habe schon mitbekommen, dass ich so oft gar keine Nachrichten erhalte, die mir geschickt werden. Mhm. So, ich guck jetzt mal nach. WhatsApp.
Franzi ist ganz, 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 ganz weit unten. Letzte Nachricht von dir. Sie antwortet auch auf meine Nachrichten. Echt? Das war da, wo ich geschrieben habe. Ja, ich weiß. So. Dann habe ich die Nummer Heil geschrieben, irgendwann. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Ich schwöre auf diesen Job hier bei dir. Ich habe dir nochmal Hi geschrieben, weil irgendwas wegen Teamsticker, wo du mir gerade Hi geschrieben hast, was ich bemerkt habe, und du warst schon offline, dann dachte ich, ich schreibe dir in WhatsApp Hi. Hast du aber nicht. Oder hast du auch das auf meine andere Nummer geschrieben? Nicht, dass ich wüsste. Ui, ich werd gekocht. Ey, ist das geil. Bist du schon mal in den Kessel reingeschmissen? Andi, du hast es noch gar nicht gemacht. Habt ihr das gesehen? Man springt dort rein. Man wird wieder rauskatapultiert. Ich muss das nochmal machen. Hui. Jetzt komme ich nicht mehr rein. Das schmeckt einfach nicht, deswegen bin ich da raus. Geschmissen worden. Ich bin wieder im Topf. Ich müsste jetzt sowas von weit ran zoomen. Ich kann das Foto so nicht bearbeiten. Ich muss da nochmal reinspringen. Ich will da ein ordentliches Foto draus machen. Und rein da. Ey, bin ich jetzt wirklich dran vorbeigesprungen? Ich komme da nicht rein. Freu dich schon mal drauf, das Spiel ist total verpackt. So wie immer. Man kann nicht immer reinspringen hier, das ist doch. Ich nehme mal ein bisschen Anlauf. Jetzt. Ah, von der falschen Zeit. Wieso kann ich das Bild nicht drehen? Das ist doch doof. Ich kann nur ranzoomen oder rauszoomen. Und ich gehe gleich auf, wenn du den letzten Splitter noch haben möchtest. Den letzten, es gibt doch 6 insgesamt, oder? Ich habe doch erst 2. Also im Dinotal soll einer sein, im Wälde soll einer sein, in Fort Pinter, den habe ich schon. Jada, den habe ich auch schon durch dich. Und Mondsicheldorf, hast du hier gesagt, ist noch einer? So. Gut, Foto einfach erstmal gemacht. Ne, aber Lena, ich werde beim nächsten Mal weitermachen, weil ich werde jetzt gleich den Dreh beenden. Ich müsste auch noch was im Abendbrot essen. Ich finde es so lustig, da reinzuspringen. So, nochmal mit ganz viel Anlauf. Ach, pro Tag sind es 3, okay. Gut, das erklärt einiges. Und ich bin wieder drin. Ja, gut.
würde dann tatsächlich sagen, ich gehe jetzt hier mal wieder zurück. Die Sounds sind schon eklig. Die sind nicht kindgerecht gemacht. So, dann würde ich jetzt tatsächlich... Was ist jetzt los? Davon muss ich auch ein Foto machen. Wie auch immer das ist. So. Ja, dann würde ich wie gesagt sagen, das war's dann heute mit SSO. Den Rest machen wir dann beim nächsten Mal. Das heißt, spätestens nächste Woche, aber ich vermute mal, dass diese Woche nochmal was kommt. Zum Ende der Woche oder zum Wochenende mal, weil wir haben schon Ewigkeiten, glaube ich, Wochenende kein SSO mehr gemacht. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann demnächst. Au revoir. Bis dann.